Ansonsten gibt es in Helsinki auch jede Menge gute Restaurants und das lohnt sich einfach, sich da ein bisschen Zeit mitzubringen und sich was Tolles daraus zu suchen. Wenn du keine Zeit hast, kannst du natürlich jederzeit zu Lounas gehen, hier so Buffer, so à la Rax oder ähnliches. Das allerdings schmeckt nicht jedem. Ne? Ich hatte auch schon Kommentare hier im Video, wo dann so stand: Michael, erzähl doch mal was über das eklige Essen da. Ja, das kommt dann dabei raus, ne? Also nicht alles, was hier günstig zu essen gibt, ist auch irgendwie was Tolles, ne? Muss man sagen, gewöhnungsbedürftig. Dann gibt es ja noch den Nuuksio Nationalpark. Und da kannst du direkt von Helsinki aus wandern gehen. Also, wenn du Bock hast, da die Stadt zu verlassen, Wanderstiefel an, Rucksack auf, eine Flasche Wasser mit und ab. Ne? Also herrlich. Kannst du alles machen. Und auch im Winter gibt es tolle, tolle Möglichkeiten da. Ach, wart ihr schon mal im Hardrock-Café? Hardrock-Café Helsinki? Mein Geheimtipp. Ja, da hängen so, ja, von Kurt Cobain erste Aufzeichnung, ja, von seinen Songs und so ein paar andere, ja, wie sagt man, Artefakte, sowas, ja. Also, tolle Ausstellungsstücke da, das Essen ist gut, bisschen teuer, aber das kennen wir auch schon und ja, also Helsinki ist auf jeden Fall immer eine Reise wert und ja, ich persönlich bewege mich in Helsinki immer gern an der Küste lang und man kann von Kaupatori aus dann immer ja am Hafengebiet vorbei und bis hinten zu den Botschaften und ja, Ende September, morgens 6:30 in Helsinki. Ich habe ein bisschen außerhalb der Stadt geparkt, hier wo die ganzen Botschaften sind. Und ich hole mir jetzt so einen Tierroller, weil die App habe ich schon, Zahlungsmethode eingefügt und alles.
Und ja, dann zisch ich ab Richtung Stadt und guck mir mal an, was das da so gibt, ne? Ja, noch ist es dunkel, also wir sehen uns. Ciao, ciao. Ja, also besucht doch mal die Stadt und ja, viel Spaß dabei. Bis dann, euer Micha. Ciao, ciao.